Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu diesem kurzen Let's Play von OMSI 2. Und zwar ist ja gestern die neue Update-Version für den MN New Line City erschienen für die 1.11. Ein bisschen überarbeitet worden mit neuen Texturen, neuen Fonts. kurze Erklärung, also die Frage ist, wenn jetzt auch den Fahr erscheinen wohl, weil es sonst wohl irgendwie nicht war. Genau, wie gesagt, neue Texturen, es wurde alles überarbeitet. Ja, der Tachograph wurde ein bisschen wieder schöner gemacht. Vorab nicht wundern, Sound wurde noch nicht aktualisiert, aber ich habe hier aus der Lapdisk die Soundboard reingemacht. Könnt ihr euch ja gerne runterladen. Neue Lenkradtextur sieht auch sehr viel schöner aus jetzt. Ja. Genau, jetzt haben wir den OVPS-Bus, deswegen ist das jetzt hier schwarze Innenausstattung. Ja, wir sagen, reißen wir mal einen Haufen, fahren wir kurz runter. Beim Kickdown-Fahren ist jetzt auch die Schaltzeit viel, viel schneller. Das heißt, der braucht sich mehr ewig, bis er mal schalten tut halt, ne? Das ist schon mal auch sehr, sehr cool. Können Sie dann gleich einmal vorführen. Ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde. Treten wir mal drauf hier. Ja, das geht jetzt viel, viel besser, weil sonst hat es ja mal ewig gedauert. Genau. Nee, das hat also wurde auf jeden Fall echt gut gemacht. Auch wie gesagt, der Tacho ist hier der digitale. Der kommt jetzt dem realen echt gut nach. Ja, ist so cool, wenn man sich da mal ein bisschen was anzeigen lassen könnte, wie es in echt auch ist. Könnte man sich zum Beispiel auch Ladedruck anzeigen vom Turbolader. Ich weiß gar nicht, geht das jetzt auch vielleicht? Können wir kurz mal schauen. Wo ist denn da der Schalter dafür? Das wäre mal interessant. Ich weiß nicht, nee, das ist ja Beleuchtung. Haben wir jetzt da noch einen Schalter? Nee. Da ist auch nichts. Ja, ich glaube, dass es dafür noch nichts gibt, würde ich mal sagen. Also jetzt könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob es dafür vielleicht. Warte mal, was haben wir hier Schönes? Ah doch, da können wir das. Ah, das ist mein Kilometerstand. Ja, jetzt ist aber halt die Frage, wie kommt man. Ah, cool. Hier AdBlue? Das wusste ich mal nicht. Ah, das ging bestimmt schon vorher. Jetzt haben wir AdBlue, ist auch noch voll fast. Und das einmal, also diese. Ja gut, aber. Ich dachte, das kann man sich hier wenigstens noch was anzeigen lassen. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Dann müssen wir uns kurz mal das Lenkrad mal ein bisschen einstellen hier. So. Jens können wir es machen. Machen wir kurz mal so. Okay, oh, da können wir auch nicht wirklich. Ah, doch, hier. Da können wir nicht draufklicken. Ja, gut, ist ja auch nicht schlimm. Aber hier vielleicht. Okay, gut. Ich habe auch eine. Ne, gut, sie nicht neu. Ja, ansonsten. Auch die Anzeige hat, glaube ich, neue Fonts, nämlich alles falsch. Ich kann kurz vorne gucken. Machen wir einfach mal Anzeige vorne. Ich weiß, wisst jetzt nicht, was da jetzt für ein Unterschied ist, tatsächlich. Oder ob das vielleicht ein bisschen anders aussieht. Irgendwie sieht es besser aus, habe ich das Gefühl. Ja, Großen und Ganzen ist es jetzt richtig cool auf jeden Fall, muss man mal so sagen. Oh, fahren wir los. So. Oh. Ja, jetzt macht es auch wieder, jetzt macht es richtig Spaß, den Bus zu fahren auf jeden Fall. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Das ist schon sehr, sehr cool.
Joa. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.